Hallo Freunde, Christian Schermeier, Paartherapeut, Beziehungscoach und so weiter in der Welt. Und ja, heute ein neues Video, diesmal mit einer Beziehungsfrage, aber sicherlich für viele interessant. Kann ich meinem Mann hier noch eine zweite Chance geben? Hat eine Außenrunde gedreht und eigentlich hatten wir eine gute Ehe, sind schon lange zusammen und ja, schauen wir uns das mal an. Weist man darauf hin, dass nächsten Monat der Verlustangst losgeht und die Selbstliebe-Challenge und die Manifestations-Challenge. Könnte ein krasser Monat für dich werden. Ja, genau, Nachricht von Rignoleskola und sie schreibt: Lieber Christian, vielen Dank für all deine Angebote. Du kannst mir auch solche Mails schreiben über liebeschipp.de, Kontaktformular. Ich stelle mir die Frage, ob ein liebes Comeback in meinem Fall mit meinem noch Ehemann Sinn macht. Wir waren 12 Jahre liiert, davon 9 verheiratet. Ich habe ein Kind aus einer früheren Beziehung, wir haben 2 gemeinsame Kinder. Hausbau, beide Vollzeitjobs. Ich vermute mal, ihr seid so. Also es ist eigentlich eine ganz typische Geschichte, wie ich es immer wieder in Paartherapien gehabt habe. Ja, 2 Kinder, wahrscheinlich seit ihr Ende 30, Anfang 40, weiß ich nicht. Oder naja, vielleicht auch in den 30ern. Ja, eigentlich seid ihr sogar fast noch. Die meisten kommen eigentlich immer mit pubertierenden Kindern, aber okay, ist auch egal. Insgesamt ein strammes Programm. Vor circa 1,5 Jahren im gemeinsamen Urlaub merkte ich, dass er sich anders verhielt. Ganz viel am Handy hing, plötzlich einen Code hatte und so. Ja, das also kommt ja immer über das Handy raus heutzutage. Und also diese E-Mail ist jetzt so absolut typisch, mal nicht für toxische Beziehungen, sondern für diese Fremdgehsituation. Das werden wir gleich noch sehen, in ganz vielen Punkten absolut typische, ja. Ich fragte ihn, ob er eine Affäre hat. Das hat er verneint. Gutes Bauchgefühl auf jeden Fall schon mal. Dann 2 Tage später fragte ich erneut, dass ich das Gefühl habe, dass er völlig abwesend ist. Ja, ne? So merkt man das immer, ne? Der Mann ist verliebt, offensichtlich. Und ja, gut. Dann brach es aus ihm heraus. Er gestand mir, dass er sich in eine Kollegin verliebt hat. Jetzt muss ich ganz klar sagen, das kommt vor. Also früher wären wir alle nicht viel älter geworden als die, wahrscheinlich ein paar Jahre vielleicht. Und heute, ja, haben wir den Anspruch, lebenslange Beziehungen zu führen, beziehungsweise eben auch nicht, ne? Also in der jungen Generation ist auch viel schon der Anspruch, eben nicht sich so festzulegen und bloß kein Commitment, also teilweise zumindest, oder ist insgesamt auch so ein Trend. Wir haben mit den Menschen haben wir 2 Sexualstrategien. Eine ist sicherlich monogam, eine ist, ja, kann auch mal was Neues kommen. Was gibt's denn noch so überall? Also ist auch schon auf Wechsel irgendwie, ist der Mensch schon auch eingestellt, ne? Und das ist, glaube ich, zu viel verlangt, dass es immer glatt läuft, immer gut geht, sowas überhaupt nicht passieren kann. Also bis es passiert halt, ne? Also ich glaube, ob sich das hundertprozentig vermeiden lässt, man kann natürlich vieles tun, aber das soll jetzt mal nicht heute Thema sein, die Ehe sozusagen auf einem guten Stand zu halten, aber das ist halt, was passiert. Also die Ehe läuft ja scheinbar, man muss sich um die Kinder kümmern, muss sich um die Arbeit kümmern und ja, das passiert, ne? Das passiert. Und der hat dich ja auch jetzt nicht scheinbar nicht ewig lange angelogen, das ist ja auch immer noch so blöde. Gut. Sie ist natürlich deutlich jünger und ungebunden. Ja, gut. So ist es halt. Auch häufig. Sie hätten bisher nur geknutscht. Ja, also klingt für mich auch, muss ich sagen, sehr selten so, klingt für mich auch glaubwürdig alles. Aber er wolle mit ihr zusammen sein. Okay. Irgendwie sei der Funke weg. Er würde schon seit Monaten drüber nachdenken, sich von mir zu trennen. Ja, okay, das ist natürlich schon gut. Weiß jetzt nicht, ob das mit der Frau war oder ohne die Frau war. Vielleicht hätte er das ein bisschen früher mal sagen können. Aber gut, klar, sowas muss sich ja auch erstmal entwickeln. Und man denkt vielleicht, mein Gott, will jetzt auch nicht die Pferdescheu machen. Und gut, ich versuche jetzt mal heute nicht so streng zu sein. Gut.
Sie sei aber nur ein Symptom. Ja, aber Symptom, mit denen er das nochmal so richtig durchnehmen will. Um es mal auf den Punkt zu bringen, offensichtlich hat sie ihm sehr den Kopf verdreht, er hat sich verdrehen lassen. Und ja, viele, man ist häufig ein bisschen 12, 15 Jahren, 20 Jahren auch mal ausgelutscht von der Beziehung, kommt jemand Neues daher und das ist dann wirklich wie so ein, ja, als wenn du so ein trockenes Gras anzündet, das ist dann busch, ne? Und wenn dann auf der anderen Seite, was wir jetzt auch noch sehen werden, das ist so absolut typisch, jemand ist, der vielleicht auch ein bisschen Lovebombing macht, der so, sag ich es immer, so Männer-Kryptonit ist, jung, sexy, bisschen crazy, emotional, vielleicht ein bisschen hin und her, toxisch, also nicht, dass jetzt Menschen per se toxisch sind, aber Potenzial für toxische Beziehungen, dann brennt die Hütte lichterloh, so, ne? Und dann kann man auch nicht mehr klar denken, so, ne? Das ist schon echt schwierig. Ja, aber es ist natürlich ein sehr reales Symptom, ne? Ja. Also, außerdem hätte ich ihn nicht genügend gewertschätzt, er hätte so viel gegeben. Ja, das wäre jetzt Thema für eine Paartherapie eigentlich. Jetzt fragt er sich, ob es das gewesen sein soll. Jetzt sei er mal dran. Ja, also sowas sagen auch Frauen ganz viel, muss man ganz klar sagen, ne? Jegliche Versuche, ihn umzuschimmen, schlugen fehl. Paartherapie lehnt er ab. Ja, Reisen soll man nicht aufhalten, ne? Da muss er das ausprobieren, ne? Erst nach 6 Wochen nach unserer Trennung und ihr zusammengezogen. Immerhin hat er sich getrennt und hat das nicht parallel laufen lassen. Ist ja heutzutage ist man ja schon mit wenig zufrieden, ne? Ja. So. Aber auch hier sieht man, das ist interessant, manchmal auch von außen zu gucken auf vielleicht toxische Beziehungen, so, wie schnell das auf einmal geht, Lovebombing, Fast Forwarding, also wenn ihr diese Begriffe nicht kennt, Modul 1 mal gucken oder ältere Videos von mir. Fast Forwarding, also das ganze Programm gleich zusammenziehen. Offensichtlich gibt die Vollgas, was ja auch nicht immer so ein gutes Zeichen ist, aber naja. So, nach 10 Wochen stellte er ihr unsere Kinder vor. Ja, das ist jetzt vielleicht unangenehm. Aber ja, was soll er machen? Das Leben muss weitergehen. Kann seine Kinder ja auch nicht anlügen. 10 Wochen sind rum. Tja. Schön ist nicht, aber ja, was sollen sie machen, ne? Besonders in der Anfangszeit hat er sowohl mich, was klar ist, als auch die Kinder, was gar nicht klar ist, völlig vernachlässigt. Auch das passiert leider sehr häufig. Sagen wir mal ganz ehrlich, wenn man verknallt ist, ist man total egoistisch und will seinen egoistischen Dopaminspaß haben. Und Männer neigen dann auch dazu, ich finde es auch nicht gut, sage ich ganz ehrlich, aber Männer machen das sicherlich noch mehr. So, er hatte nur die Neue im Kopf, jegliche Hilfe und Unterstützung, um die ich ihn bat, lehnte er ab. Absoluter Ego-Trip, ja. Nach Monaten ändert sich die Situation langsam, er wurde wieder zuverlässiger. Absolut typischer Verlauf bis hierhin. Was die Kinder angeht, er stellt sich auch langsam heraus, dass seine neue Beziehung absolut toxisch ist. Oh, sie betrieb Lovebombing, später Manipulation, Liebesentzug und später sogar Übergrifflichkeiten. Ich muss wirklich sagen, könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Ich mache das irgendwie seit 175 Jahren, diese Scheiße. Das ist die typische Fremdgehfrau für Männer in der Midlife Crisis. Wie oft ich das schon gehört habe, ey. Und dann stellt sich heraus, dass sie total instabil ist und dem Arbeitgeber werden Fotos geschickt und sie steht vor der Tür bei den Klienten und was, so ein Scheiß. Absolut typisch. Ja. Gut, jetzt muss man natürlich auch sagen, wenn man schon was Neues anfängt, will man natürlich auch nicht das Gleiche wieder haben. Das ist auch immer das bisschen das Problem. Ne? Naja, gut. So, er trennte sich nach 10 Monaten wieder von ihr. Inzwischen klopft er bei mir an. Er sagt, dass er total bereut, wie er sich verhalten hat. Ja, glaube ich ihm auch. Er hat halt aus der Situation irgendwie rausgemusst. Er kann zwar nachvollziehen, wo man damals auf Distanz gegangen sei von mir, allerdings sei ihm inzwischen völlig klar, dass es nicht zu entschuldigen ist, wie er sich verhalten hat. Er hätte das Gespräch suchen müssen, inzwischen schätzt er wieder richtig wert, was wir haben, Gesprächsbasis, gute Sexualität, ähnliche Interessen. Das ist immer prognostisch
ganz gut, wenn dann auch, wenn derjenige wieder auftaucht, dass dann auch gleich wieder anspringt alles. Ich kann nachvollziehen, dass er in der damaligen Zeit diese Art von Zweifel bzw. Art Midlife-Crisis entwickelt hat, aber tatsächlich kann ich dieses harte und rücksichtslose Art, die er an den Tag legt, den nicht nachvollziehen. Ja, es gibt einen großen Unterschied, ob Menschen immer so sind und nicht immer verarschen und heiß und kalt spielen oder ob sie es zeitweise sind, so, ne? Weil ich habe jetzt mal so verstanden, dass ihr eigentlich eine gute Ehe hattet. Und dann kann man das tatsächlich auf Verliebtheit schieben. Ich meine, das ist immer noch nicht schön, aber wir sind alle Menschen. Und wie gesagt, diese Verliebtheit in der Midlife-Crisis ist, brennt alles nieder bis auf den Grund. Und man denkt sich, was habe ich hier bloß gemacht? Also ich kann das schon nachvollziehen, ja. Ich frage mich, aber ich hätte ihn niemals so hart und ohne, nee, noch, jetzt muss ich mich zu weit. Denn auch er hat damals viele meiner Wünsche und Bedürfnisse ignoriert. Ja, das wäre alles eigentlich Themen für eine Paartherapie, ne? Wir hätten uns besser miteinander kümmern müssen, aber ich hätte ihn niemals so hart und ohne vorherige Kommunikation fallen lassen. Ja, ich kann jetzt eigentlich nicht sagen, dass Frauen sowas, ich habe sowas von beiden Seiten gleich oft erlebt, ne? Also ich meine, das hilft dir jetzt auch nicht viel weiter und du hättest es vielleicht nicht gemacht. Ja, aber es ist nicht, also es gibt ja immer drei Stufen. Also es gibt auch zwei Videos von mir, ne? Umgang mit Fremdgehen, wollte ich nochmal sagen. Es gibt immer die drei Stufen. Es gibt, es passiert irgendwas anderes, du fängst was Neues an. Es gibt Level 2, du lügst darüber noch ewig und drei Tage. Level 3, du kompromittierst deine Ehefrau, indem du ihre beste Freundin durchnimmst oder was weiß ich, irgendwie ihre Arbeit mit reinziehst oder ihre, also es kommt irgendwie noch so ein Level oder du musst deine Affäre unbedingt im Ehebett ausleben und was, also es kommt noch so ein Level oben drauf. Hier ist nur, Anführungsstrichen, Level 1. Und scheinbar nicht Level 2 und 3, was die ganze Sache nochmal viel, viel schlimmer macht. So, ich frage mich nur, ob mein zweiter Anlauf eine Chance hätte. Er wäre jetzt zu einer Paartherapie bereit. Ja, ihr kennt mich ja, dass ich immer sage, nein, nein, nein. Aber ja, auch ich sag mal, ja, das kann man probieren. Das kann eine Chance haben, wenn ihr das aufarbeitet, so, ne? Also auch die Stadien dieser Aufarbeitung, das kannst du auch mal abgleichen mit deiner Paartherapie, ist alles in meinen beiden Videos, Umgang mit Fremdgehen, welche Verarbeitungsstadien man da beläuft, was man da zu beachten hat. Und guck da gerne mal rein, so ältere Videos von mir. Ist gerade ganz Zeit, das zu verlinken, aber ihr könnt es bestimmt googeln. Und ja. Kann man machen. Kann auch gut gehen, so, ne, weil, wie gesagt, das jetzt bis hierhin eine einmalige Sache ist und wenn es wirklich gründlich aufgearbeitet ist, ihr habt Kinder zusammen, sicherlich wird das dicke Narbe hinterlassen, sicherlich die Kinder jetzt auch nicht toll finden, aber what's done is done und sicherlich kann man, wenn die Ehe meistens gut war, kann man sicherlich versuchen, das wieder aufzuarbeiten, weil wir wissen alle, wie rotze Scheiße der Datingmarkt ist und ja, ich kann seit ein paar Monaten wieder vernünftig mit ihm sprechen, mich auf ihn verlassen. Wir lachen viel, es ist fast wie früher, allerdings ist mein Misstrauen groß und die Wunden tief. Dafür macht man dann Paartherapie. Es kann funktionieren. Ja, ich kann jetzt auch nicht sagen, wie die Chancen sind. Vielleicht ist es 50-50. Letztlich geht es auch darauf hinaus, hat man die Sachen wirklich aufgearbeitet, die dazu geführt haben? Kann er nächstes Mal vielleicht ein bisschen früher sagen? Wenn was ist, kannst du ihm das verzeihen? Das sind so die Fragen, ne? Bereut er es auch genug? So, ne? Ja, schwamm drüber. Die Krise schwamm drüber. Das kommt in Langzeitbeziehung vor, aber die Art und Weise, wie er die Kinder mich von einem Tag auf meiner Hand sitzen lassen, ist eigentlich der Knackpunkt. Wird er es wieder tun? Oder hat er daraus gelernt? Was sagt mir so eine Handlung über die Persönlichkeit? Er ist über Jahre hinweg extrem zuverlässig, dann plötzlich ein völlig konträres Bild. Ja, das ist einer der seltenen E-Mails, wo ich tatsächlich mal so mild positiv gestimmt bin, was sowas angeht. Das kann wieder funktionieren, ja, wenn du mir das verzeihen kannst. Und wenn ihr wüsstet, was ich alles erlebt habe an absurden Geschichten, wie sich Menschen in der Midlife-Crisis verhalten haben, die sind wirklich nicht sie selbst. Sie alle drumherum sagen, die das irgendwie mitkriegen, sagen, what the fuck, wie soll das Neue funktionieren? Das ist
Das ist ein Treibsand. Das ist so stabil wie ein Haus aus Papier. Also alle sehen es. Aber die Person, die da involviert ist, denkt, nein, das ist die große Liebe. Ja. Also sagt über seinen Charakter, meiner Ansicht nach, ist überraschend mal von mir zu hören, nicht so viel aus. Und wie gesagt, es ist immer noch Level 1 von Level 3, so, ne? Aber du musst es ihm nicht verzeihen, ne? Ist up to you, ne? Kannst du es oder kannst du es nicht? Aber auf jeden Fall müsst ihr Paartherapie machen und nicht so Alibi-Paartherapie, sondern richtig aufarbeiten, ne? Was hältst du von einer zweiten Chance in dieser Konstellation? Why not? Es geschehen noch Zeichen und Wunder. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder.